Ja, hier wunderschön am Seerhein, unweit unseres Kooperationspartners der HTWG, haben wir sie jetzt zusammen, unsere neuen Kapitäne Tim Juth und Tom Wolf. Wenn wir hier schon das schöne Panorama haben, ihr zwei, was macht's aus eurer Sicht denn aus, hier in Konstanz zu leben? Ja, ich glaube, hier am See zu wohnen ist echt was Schönes. Die Stadt an sich ist sehr cool, gerade auch mit vielen Studenten. Hier viel Angebot für junge Leute. Dass auch von der Mannschaft fast alle hier wohnen oder alle hier wohnen, macht sicherlich einfacher. Man kann nach dem Training mal noch was machen, hat hier direkt einen See, wo man nach dem Training reinspringen kann, wo man am Wochenende rein kann. Ja, ich glaube schon sehr schön, plus halt auch noch die Nähe zur Schweiz. Für mich als Schweizer sicherlich ein Pluspunkt. Ja, von dem her sicherlich ganz cool und schön hier zu wohnen. Dann ihr zwei. Ein Westdeutscher, ein Schweizer, das harmoniert super. Ihr seid die beiden Mittelmänner der HSG, verlängerte Arm des Trainers, aber ihr seid auch wirklich richtig gute Freunde geworden innerhalb kürzester Zeit. Wie kommt das? Warum passt das so gut zusammen? Ja, ich glaube, wir sind tatsächlich von der Mentalität gar nicht so verschieden. Gerade was in der Halle auch angeht oder außerhalb der Halle, wir haben gleiche Interessen. Verstehen uns da einfach super, weil wir in ja, den meisten Angelegenheiten wirklich auf einer Wellenlänge sind. Und ja, dann sind auch kleine Unterschiede gar nicht so schlimm, manchmal sogar vom Vorteil. Und ja, ich denke, das ist so, warum wir uns ganz gut verstehen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass auch mit der Erziehung wahrscheinlich noch ein bisschen zusammenhängt, dass wir beide aus einer Handballfamilie kommen, die gleichen Werte in der Familie auch vertreten sind, plus beides. Beide beim Vater ist so ein bisschen groß geworden, beide Trainer. Von dem her glaube ich, dass wir da schon auch durch das ein wenig gleich gestrickt sind, was sicherlich auch einfacher macht und auch ja, so ein bisschen die Bindung zwischen uns hergestellt hat. Ihr zwei, Doppelspitze jetzt als Kapitäne, auch sehr junge Kapitäne. Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Was sind eure Aufgaben und wie teilt ihr es euch auf? Wer macht was? Grundsätzlich machen wir eigentlich alles zusammen. Wir sprechen sehr viel zusammen, haben davor auch schon oft miteinander gesprochen. Das ist uns auch wichtig, dass wir das miteinander besprechen. Von dem her gibt es eigentlich nicht eine klare Rollenaufteilung. Du machst jetzt nur das oder er macht nur das. Wir suchen immer zusammen einen Weg zu finden, dass wir zusammen das angehen, wer dann vielleicht am Schluss das ausführende Organ ist. Wir sprechen dann nochmal zu zweit. Das kann auch unterschiedlich sein, aber grundsätzlich ist es eine Ein-Personen-Führung, die wir einmal zu zweit ausführen und uns da gegenseitig absprechen und so versuchen, eigentlich unsere beiden und die Ideen von beiden einzubringen und auch die Meinungen von beiden einzubringen. Ich denke, das Wort Doppelspitze trifft es tatsächlich auch ganz gut, dass bei uns gar nicht so Captain, Co-Captain, was ja oft auch verbreitet ist. Bei uns ist es wirklich so, wie Tim gerade gesagt hat, völlig auf Augenhöhe. Da machen wir auch gar keinen großen Heckmeck drumherum, dass da irgendwas besonders aufgeteilt ist. Wir versuchen es einfach möglichst im Sinne des Teams und des Vereins zu führen und bisher nach der Vorbereitung können wir nicht ein ganz, ganz positives Fazit daraus ziehen, dass es gerade zwischen uns auch einfach keine Probleme dabei gibt, sondern eher alles sehr harmonisch geregelt wird, auch wenn es mal Differenzen in der Meinung gibt, aber bisher wirklich ohne viel Stress. So, und jetzt am Samstag geht es endlich wieder los, auch in der Schänzlehölle. Derby zum Auftakt, Balingen kommt. Wie groß ist die Vorfreude? Was kommt auf euch zu in diesem Spiel? Vorfreude natürlich riesig. Heimspiele ist die Vorfreude immer ziemlich groß. Ist das erste Heimspiel der Saison natürlich noch was Besonderes. Wir freuen uns endlich wieder vor vollen Rängen zu spielen, die Schänzelhalle hinter uns zu haben. Es wird sicherlich kein einfaches Spiel. Balingen hat sicherlich seine Qualitäten auf jeden Fall. Da sind junge Spieler dabei, die sich auch präsentieren wollen für die erste Mannschaft in Balingen. Von dem her dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen, was man, glaube ich, meinerseits auch, also auch sicherlich nicht machen werden. Wird sicher ein gutes Spiel werden. Natürlich hoffe ich auf bessere Ende für uns oder bin überzeugt, wenn wir unsere Leistung abrufen können, dass wir da auch positiv aus dem Spiel rausgehen können. Aber wir müssen uns bewusst sein, was es braucht. Ja, schön ist natürlich auch, dass es direkt ein Derby ist.
Das Barling direkt kommt zum ersten Spiel, dass vielleicht trotz Ferien, die aktuell noch sind, vielleicht dann doch nochmal der eine oder andere mehr in die Halle kommt, dass man das ein bisschen ausgleicht, die Leute, die jetzt gerade noch im Urlaub sind, dass da vielleicht dann trotzdem die Halle einfach voll ist, weil die Leute sehen wollen, gerade wenn man viele Spieler auch kennt in Barling und gerade dass auch Barling die erste Mannschaft am Freitag schon spielt, dass da vielleicht aus Barling noch der eine oder andere mitkommen wird und dass da einfach auch eine schöne, laute Atmosphäre in der Halle wieder, ähnlich wie es letztes Jahr gegen Barling 1 war, schon stattfinden wird. Dann die meistgestellte Frage, die Frage, die Liga auch beschäftigt, die immer wieder eine große Rolle spielt. Was sind die Saisonziele? Es ist kein Geheimnis, dass jeder von uns wieder in die zweite Liga will. Das ist der Wunsch von allen, denke ich, die bei uns dabei sind. Dafür haben wir uns innerhalb der Mannschaft interne Ziele gesetzt, so kleine Etappenziele, die es dafür braucht, damit es am Ende wirklich auch eintrifft, dass man in der Relegation teilnimmt um den Aufstieg. Wir versuchen uns da auf unsere eigenen Fähigkeiten zu berufen. Alles andere macht, denke ich, auch nicht so viel Sinn. Was extern passiert, kann man selten beeinflussen, gerade auch wenn man mal einen schlechten Tag hat und der Gegner vielleicht auch mal einen besonders guten Tag hat. Da sind viele Faktoren, die noch eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich wollen wir, das ist kein Geheimnis, gerne wieder alle in die zweite Liga. Dafür braucht es, wie gesagt, viele kleine Ziele, die wir uns vorgenommen haben. Und welche Rolle wird die Schänzlerhölle dabei spielen? Ich glaube, man hat es in den letzten Jahren gesehen, dass die Schänzlerhölle für uns sicherlich ein großer Rückhalt ist, gerade in den entscheidenden Momenten sicherlich nochmal Auftrieb geben kann. So eine Stimmung ist, glaube ich, in der dritten Liga dann schon fast einzigartig in der Form, wie sie wir hier genießen dürfen. Und von dem her, glaube ich, dass es auf jeden Fall eine entscheidende Rolle spielen kann, gerade auch in entscheidenden Spielen. Und von dem her hoffen wir, dass wir wieder auf zahlreiche Unterstützung und lautstarke Unterstützung zählen können. Jetzt so gut wie ihr harmoniert, wollen wir auch noch ein paar Unterschiede herausarbeiten zwischen dem Schweizer und dem Westdeutschen, zwischen unseren beiden Kapitänen. Da stellt sich die Frage, als Kapitän vorausgehen, wer ist denn der pünktlichere von euch beiden? Wir sind beide ziemlich pünktlich, würde ich sagen. Also wir meistens auch vor dem Training schon eine Viertelstunde früher da. Ich glaube, normalerweise ist das Schweizer Uhrwerk für Pünktlichkeit bekannt, aber ich glaube, der Deutsche. Das Problem ist einfach, dass du immer 5 Minuten früher da bist und dann so aussieht, als wäre ich unpünktlich. Nur habe ich einfach die Schweizer Pünktlichkeit und bin halt dann da, wenn wir abgemacht haben. Ja. Okay, dann bin ich überpünktlich, alles klar. Ja, sozusagen. Ja. Dann der zweite Punkt, wer ist denn der emotionalere? Also auf dem Spielfeld natürlich, aber vielleicht auch so als Mensch? Schwer zu sagen. Ich glaube, auf dem Spielfeld kommt es hier auf Situationen drauf an. Ich glaube, da können wir beide ziemlich emotional sein. Neben dem Spielfeld sind wir, glaube ich, auch beide ziemlich ähnlich gestrickt, dass man da von Emotionen her Eher ruhigere Typen, glaube ich, dass wir eher drüber nachdenken, bevor wir Emotionen rauslassen. Auf dem Feld hat man es manchmal nicht ganz so im Griff. Aber wie Tim sagt, ich glaube, da können wir beide auch sowohl ins eine als in die andere Richtung sehr emotional werden. Aber ich glaube, die Riesenunterschiede haben wir da gar nicht. Wer von euch beiden könnte länger oder könnte eher einen Monat ohne Handy auskommen? Aktuell ich, definitiv. Im Moment fällt es dir schwerer, vom Handy wegzubleiben. Ja, wenn du das sagst, dann ist es so. Ja, bleiben wir bei dem. Dann, wer von euch beiden, wer hat Survival-Fähigkeiten? Wer könnte länger oder eher in der Wildnis überleben? Ja, Tom wird es wahrscheinlich sagen, eher. Ich als Schweizer kenne mich da natürlich gerade im alpinen und hochalpinen Bereich sicherlich ein bisschen besser aus als Tom aus Westdeutschland. Ich glaube, von dem her wird es ein bisschen auf die Umgebung drauf ankommen, wo man surviven. Du darfst mich ja nicht unterschätzen. Ich hatte auf Klassenfahrt schon mal einen Survival-Kurs. Also ich kenne mich aus mit Brennnessel kochen und Würmern essen. Ja, aber passt schon. Ich glaube, wäre es fast ein Unentschieden schlussendlich und abhängig von dem Gebiet, wo wir uns befinden.